Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Wie ging das jetzt nochmal mit der Route? Löscht konnte ich die alle beide weg, wir machen sie komplett neu. Nein, nein. Aber du musst dann merken, was wir eingestellt haben. Warte, lass mal offen. Mach mal einen Screenshot. Mach mal hier so Snipping Tool. Oh Gott, Arno, wollen wir das wirklich machen? Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, ja. Morgen sind wir fertig. Fertig. Und zweites? Ja, da ist ja alles zu alles, das ist ja easy. Das brauchen wir ja nicht. Das ist easy. Doch, dass wir uns merken, dass es jetzt Eisen, Erz und Kohle war. Das kriege ich hin. Famous Last Words. Okay, gut. So, wir machen Schluss, wir machen 6 Wochen weiter, mal gucken, ob ich es so lange merken kann. Oder wir bauen einfach eine neue Route. Dann können wir das ja 1:1. So ein Kopierdingens wäre praktisch. Von einer Route auf eine andere übertragen. Ja. Und theoretisch können wir es uns dann abgucken von da. Theoretisch, praktisch. Route 3. Ach so, stimmt, jetzt brauche ich den Wagen. So war der Wagen schon wieder. Falsch. Bei meinem Posten. Das hier, Wagen. Der heißt auch immer Wagen 1. Ja. Why not? Okay, und es soll von hier nach hier geliefert werden. Wir laden ein... Klingt wie so ein Brief, ja. Wir laden ein... Geburtstagsfeier. Wir laden Kohle ein. Komplett. Und Eisenerz. Wir laden aus. Stein. Der Weg ist so lang, da wird aus dem Zeug Stein. Wir laden aus Stroh. Wisst ihr, warum da Stroh liegt? Okay, das sollte so passen, oder? Schauen wir uns das an. Ja, schaut gut aus. Okay. Sehr gut. Eisenkohle. Okay, da eine neue Route. Mit welchem Wagen? Kann das wieder derselbe Wagen sein? Wenn du die Route mit dem einen Wagen quasi löscht, dann steht er ja wieder zur Verfügung, ja? Weil derzeit sehe ich keinen Wagen auf der Karte, ich sehe nur die Lagerhäuser. Nur der hier, das wird schon der sein wahrscheinlich. Sicher? Ja. Klick mal den von... Ja, schau, da ist ein anderer Wagen. Ja. Genau, da steht doch jetzt Wagen 1 rechts. Kannst du da nicht auch irgendwie den betiteln in Eisenkohle auf der rechten Seite? Nee. Vielleicht muss ich ihn anklicken auf der Karte. Warte mal, der ist gerade in der Nähe von der zweiten Stadt. Vielleicht kann ich ihn da irgendwie umnennen. Nee, das ist ein Bison. Wo ist er denn? Kann ich Bison umnennen? Boris das Bison. Hallo? Ah, da oben. Theoretisch. Ah, da. Nein. Kurzversion, nein, geht nicht. Allein, dass da jetzt auch gar nicht angezeigt wird, dass sie die Route in Eisenkohle umbenannt haben, da steht dann Route 3. Und auch, dass du einfach noch Wagen hast. Obwohl, das passt schon, das ist der Nahrungswagen. Das ist der Nahrungswagen. Ja, die Route haben wir jetzt noch nicht umbenannt. Das passt schon soweit.
Nur doof, dass man den nicht den Wagen umnennen kann. Naja, egal. Egal. Wir liefern von hier nach da. Ach, oh, come on. Hat sich das jetzt kopiert? Ist das derselbe? Hä? Ich lösche den Nahrungswagen mal. Ja. Machen wir die Route nochmal neu. Wagen weg. Route weg. Neue Route. Okay, wir haben den Wagen in Verwendung. Dann können wir den Wagen nehmen. Und wir sagen, wir wollen von da nach da. Ja, fick dich halt. Dann löschen wir es halt raus. Von Winterfell wollen wir einladen. Und zwar Fleisch und Brot. Und wir wollen ausladen. Fleisch und Brot. Okay. Was hat man da jetzt eingestellt? Das habe ich jetzt gerade gelöscht. Nein, Chef. Du lässt. Nahrung, so. Auf der linken Seite der Regler jeweils, sagen wir mal, so 25 Einheiten. 40 hat man, oder? Ja, aber wir haben so viel im Lebtag gar nicht rumliegen. Aber okay, das macht 40. Das weiß ich sogar noch. Ja, oder? Ja, sagen wir 30. Okay. Du kannst die Zahl nicht zufällig anklicken und tippen, weil dieses mit dem Regler, das ja, ist. Ja, toll wäre es, aber leider nicht. Und das andere machen wir voll, oder? Genau. Den anderen Regler und ausladen auch voll. Wir haben es Nahrung genannt, also eigentlich soll es so passen. Eigentlich. Eigentlich. Es würde eh total schief gehen, also. Ich glaube auch, weil. Die werden. Ja. Naja. Wird lustig. Aber ja, früher oder später müssen die eh auf Selbstversorgung umschalten. Unsere zweite Route. Okay, dann stampfe ich mal den Handelsposten da ein. Den reiße ich ab. Den braucht der keiner mehr. Das ist rechts daneben eigentlich auch. Wie sie einmal runtergehen und immer hochploppen, ne? Ja. Und die Werkzeugspitze auch. Toolsmith. Na, hab's mir gerade anders überlegt. Oh, der Handelswagen ist, glaube ich, dezent irritiert gerade. Ist ein bisschen selbstmordgefährdet, wo er gerade steht. Tja. Von dem abgerissenen Handelsposten. Wir waren mit der drei Wagen. Aber was passiert mit dem Wagen? Ich kann hier nichts anhalten oder verändern. Rest in peace. Wir sind wieder im Plus, Anno. Also zumindest machen wir Plus. Juhu. Yay. Wie komisch das ausschaut, diese Wege da, die ins Nichts führen. Wenn man die Handelsroute falsch erstellt, kann nichts passieren. Boom, die Pferde explodieren. Die Pferde explodieren. Mega explodierende Pferde. Ah, okay. Werkzeugschmelze, go, go. Irgendwann schaffst du's. Ah, schade, es kann nicht weiter erweitert werden, das Gebiet. Ich dachte, vielleicht hätten sie das im Update geändert. Aber wohl nicht. Ja, sonst würden wahrscheinlich zu viele Spieler vielleicht auf die Idee kommen, gar keine zweite Stadt zu gründen. Was ja auch sehr mühselig ist. Sondern einfach immer weiter erweitern. Ne? Den Dreckshandelsroutensystem. Dass die Bahn nichts bringt. Die Bahn bringt allen was, ja, ja, für den Arsch. Der Friedhof ist bald voll.
Kann man da mal umgraben? Friedhof umgraben. Kostet 250, ja. Oh Gott, da stehen die ganzen gestorbenen Sheriffs wieder auf. Das wäre so Sim-mäßig, so wandern über den Friedhof. Hast du das in Sims sicher gemacht, oder? Alle umgebracht und in Sims dann wiederbelebt. Mhm. Ich muss gestehen, ich habe glaube ich nur Sims 2 als irgendeine Gratis-Version mal bei EA Origins bekommen. Aber ich hab's nie so gespielt. Also mal mitgespielt bei Kollegen früher, ja, aber da... Jetzt wird spannend, jetzt wird spannend. Und dann gibt's Pferdemus. Okay, nie wirklich gespielt. Ja, also wie gesagt, so mitgespielt halt mal, ne? Ich fand das Spannendste bei dem ganzen Kram eigentlich immer das Aufbauen des Hauses und so weiter. Danach lief das irgendwie immer so vor sich hin. Also Sims 1 damals dann noch. Bruder, produziert kein Wasser mehr. Können wir gleich zerstören. Das spart Geld. Guck mal, wir machen jetzt wieder richtig Gewinn. Yay. Was man so tut, wenn man kein Wasser mehr hat, geht's richtig bergauf. Vor allem die Stadt ist gleich verdurstet. Da sind nur noch 5 Liter vorhanden für 80 Leute oder was das da sind jetzt. Wir haben 2 Brunnen, oder? Wenn ich richtig zähle. Ja, aber die lang nicht. Wir haben oben nur noch ganz wenig im Vorrat. Die ganzen Farmen und so brauchen halt, also die Tierfarmen brauchen halt ja auch ganz viel Wasser. Ne? Ach, Quatsch. Okay. Dann bauen wir mal wieder was. Weg mit dir, Handelsfenster. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Genau aus den Augen. Es wäre interessant, wenn wir es an genau dieselbe Stelle packen, ob dann wieder die Wassermenge vorhanden ist. Wie durch Geisterhand. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo das war. Egal. Wo wollen wir es denn hinpacken? Ja, wo möglichst viel ist. Nee. Na gut, nee. Genau hinterm Klo, da kommt es garantiert richtig gut. Mein Trinkwasser hält wieder diese Stückchen. Ja, aber es wird halt perfekt passen, oder? Aber wäre jeder dabei. Er hat genau in der Mitte von der City. 699, ideal, oder? Ja, komm, bau hin. Jolo. Wir müssen sie nicht trinken. Man trinkt nur einmal. Zack, gleich wieder im Minus. Ernsthaft? Nee, doch nicht. Ja, Kohletechnisch schon. Ja, kontotechnisch, aber bilanztechnisch nicht. Na, die springt ziemlich wild herum. Ja, was ist denn los? Wie wär's, wenn ihr mal anfangt zu bauen, Werkzeugschmiede? Hallo? Was fehlt euch denn? Wir haben alles. Ihr habt genug Stein zum irgendwie totschlagen, Holzbretter auch da und Metallteile auch in Hülle. Und Alter, da wär's auch mal nett. Kaufleute, echt? Ja, gut. Ah, Kaufleute! Geil! Ja, machen wir das, oder? Ja. Ich würde es ganz gern... Unsere Steuereinnahmen, gib ihm! Ich würde es jetzt ganz gern irgendwie... Schade, dass die beiden nicht gehen, weil dann wäre das... Ne? Wäre das ein hübsches Bild. So, nach oben gehen. Da wohnt die High Society. Ja, genau. Neben der Kirche. Mehrfamilienhaus. Gib ihm! Wir haben zwar keine Ahnung, warum nichts gebaut wird, aber gib ihm! Und zack, gleich wieder ein Minus von der Bilanz. Was ist denn da los? Ja, weil die Leute jetzt keine Steuern zahlen, Achso. Die wir jetzt rausgeworfen haben. Da ist ja jetzt nur noch ein Holzboden. Nur eine Palette zum Draufschlafen. Das passt schon. Eine Investition in die Zukunft. Muss man durch. Vor allem, dann meldet man sich hier, hallo, ich würde gern besser wohnen. Okay, ab mit dir auf die Straße, wir bauen es dir, irgendwann mal, wenn wir wieder, also. Wenn wir wieder irgendwann Bock haben. Kleidung ist Mangelware, ja. Der Transportwagen. Ja, nett. Ich glaube, das ist irgendwie verbuggt.
Ich weiß nicht was, aber es könnte dezent verbuggt sein. Haben da jetzt überhaupt noch welche von A nach B? Wurde angehalten? Wieso wurde das denn angehalten? Willst du mich verarschen? Das nie angehalten, ey. Also warum haben wir den nicht angehalten? Das hier angehalten. Was ist jetzt mit dem anderen? Wird das angehalten, durchgeführt? Was weiß ich denn? Wo ist denn der jetzt überhaupt schon wieder? So eine Übersicht wäre halt auch hammergeil. Würde ich richtig feiern. Wo sich was gerade befindet auf der Karte. Ja, würde ich dich hart abfeiern. Oh, wäre so geil, ey. Beste. YouTuber-Slang. Hart voll krass abfeiern. Let's such die Karte ab. Da! Ha! Ich hab dich. In dem Moment geht wer in Steam online, ich kann nicht lesen, was der einlagert. Okay, danke. Cool. Der steht auch nur dumm rum. Der dreht wieder um. Die Stadt mag ich nicht. Ja. Ehrlich. Drum machen wir vielleicht so viel Minus. Und die stehen immer noch dumm rum. Okay, gut. Passt schon. Finde es zwar cool, dass das Spiel den Wilden Westen thematisiert, aber wirklich bestaunen kann man die Gebäude nicht. Da fehlt das Ästhetische. Ach, echt? Findest? Ich finde, das haben sie gut gemacht. Ich finde, sie haben sie gut getroffen. Es fehlt also, ein bisschen die Lebendigkeit. Ja, stimmt. Vielleicht. Wenn man so in den Saloon reinwankelt oder so, das wäre noch cool. Genau. Oder eine Schießerei vom Saloon. Also sie wirken jetzt, also sie sind gut, ja, es sind Gebäude, die Türen gehen auf und zu, aber sie wirken halt sehr wie so ein, wie nennt sich das denn, dieses Geisterhaus, Geisterstadt? Ja, wie so Ziereisenbahn, heißt das so? Ziereisenbahn, so Gebäude, ja, aber es passiert bei diesen einfach nicht viel. Also die meiste Animation gibt es, glaube ich, bei den Farmen, aber in der Stadt selbst sind sie halt einfach nur wie so Ziergebäude. Ja. Aber wir zoomen auch zu wenig rein. Aber das ist halt, wenn man gerade dabei ist, was zu designen, ist das nicht immer so einfach. No. Aber das habe ich auch mal ganz gerne, dann dieses Reinzoomen und den Leuten einfach nur zugucken beim Arbeiten. Das machen Chefs hier immer ganz gerne, dann nur zugucken, wie andere arbeiten. Sache ist authentisch, haben sie auch gut gemacht. Ah, das sind Holzhütten. XD. Ja, also ich finde das schon echt cool. Also gerade, so wie du gesagt hast, gerade die... Im Baustil finde ich auf jeden Fall auch authentisch getroffen. Ja. Also so wie die Amis eben halt in Wellenwesten auch gebaut haben, ja. Aber gerade da zum Beispiel der Fleischer... wie das animiert ist, dass der wirklich hingeht und sich eine Kuh abholt, ein Rind abholt, oder dass es nicht einfach so hergezaubert ist auf einmal, dass jetzt von irgendwo das Rind her hat, sondern dass sich der wirklich eins aussucht und das schlachtet und dann halt das Fleisch auch aufhängt und dass das Fleisch abgeholt wird, dass der seinen Wettstein da schleift. Genau. Ja, da haben sie, wie gesagt, sehr viel Mühe, aber in der Stadt ist vielleicht das, was er meint. Ich meine, das Hotel ist jetzt auch nur so ein Zierding, in Anführungszeichen. Ne? Oh, Frühling. Puh, endlich. Alter, sind noch nicht mal die hinteren Gebäude aufgewertet worden, das haben wir doch schon im... Ja. Vor dem Winter angefangen. Ich habe keine Ahnung, was sie gerade machen. Nee, Smith Gang ist nicht... immer noch kein Geld, deswegen ist es sogar schlimmer geworden als vorher. Ich verstehe gar nicht warum, weil ich meine, wir haben jetzt, also die Ressourcen sind doch da, wieso bauen die nichts? Metallteile müssten wir echt genug haben, Holzbrett, und kümmert sich da keiner drum.
Wir hatten das Problem in der ersten Stadt auch schon mal, dass sich dann irgendwann mal keiner mehr drum gekümmert hat. Weißt du noch? Ja. Lag das an Trägern oder weil sie, keine Ahnung, faul, K.O., krank? Keine Ahnung. Okay, jetzt machen sie mal wieder was. Oder waren die so lange beschäftigt, von A nach B zu tragen von unserer Aktion mit dem Umsiedeln? Du meinst wegen dem Feuerholz, das wir quer durch die ganze Stadt getragen haben? Ja, vielleicht. Und dann die Eisenschmelze und so weiter. Alter, Gold könnte man auch bald verkaufen, geht gut an. Ich glaube, dann würden wir auch Geld haben. Also, so ist eine Vermutung, aber. Was ist da schon wieder los? Die Smith Gang. Schon wieder. Greift die Erzmine an, okay. Auch ausgerechnet da oben sind die jetzt, oder was? Ach Gott. So haben wir das nicht geplant. Könnt ihr nicht bitte zur Hauptstadt, da haben wir so ein paar Sheriffs. Ja, Umleitung. So, jetzt haben sie mir die Drehung kaputt gemacht. Ich kenne mich nicht mehr aus in der Stadt. Die Stadt, die sie überfallen möchten. So. Jetzt bin ich hier entlang. So, um besser. Ja, Leute. Dann probieren wir das auch mal, ob ihr das hinkriegt. Unsere berühmte, beliebte Taktik. Jeder gegen die Smith Gang. Nicht vier gegen Willi, sondern alle gegen die Smith Gang. Wo ist denn die Smith Gang? Da. Auf sie mit Gebrüll. Zack. Da rafft's wieder die Pferde da rein nach hin. Aber ein Stall bauen wir jetzt nicht auch noch hin. Nee, ist nicht. Wie cool das aussieht. Alle starten los. Die zweite Stadt wäre schon praktischer, weil dann hätten wir wenigstens den Sheriff, den einbuchten könnte. Da wird man wenigstens Lösegeld kriegen für den. Aber ja. Leider. Ja, sehr schön. Revolverheld gegen... er erbarmt sich sogar. Aber das ist unserer Stadt egal. Und die laufen panisch weg, weil er tot am Boden liegt. Ah ne, weil der Wolf auch noch da ist. Der freut sich gerade. Lecker. Geht den Wolf, geht den Wolf. Was setzt dir so panisch? Ah, noch ein Wolf. Was ist das für ein Riesengemetzel gerade? Da kommt noch ein Wolf dazu, ey. Oh Mann, ernsthaft? Dezent unübersichtlich. Aber ich meine ja nur. Da weiß man jetzt nicht, wer noch lebt und wer nicht. Könnte zumindest auch so rot untermauert sein, so von der Farbe her. Dass nicht alles so gelb ist. No. Geht den Wolf. Immer noch. Da hinten ist noch einer. Die Hälfte der Stadt hat sich schon mal anknabbern lassen. Ich glaube, wir haben den Wolf auf den Geschmack gebracht, oder? Oh, und der lebt immer noch. Der den Wolf beißt. Wer kennt's nicht? Okay, sehr schön. Brav. Habt ihr es dann geschafft, ja? Einer ist verreckt. Drei haben sich beißen lassen. Läuft. Ist aber auch eine gemeine Stadt hier. Gibt's schon mal gar nicht. Aktuell 14 Einwohner. 14 Pioniere. Das geht aber noch auf von den Gebäuden, ne? Hm? Von den Gebäuden geht's aber noch auf, ne? Ja. Gut. Das passt gut. Wer liegt denn da schon wieder? Cherry. Oh, das war unser Revolverheld.
Goodbye. War schön mit dir. Transport, ja, brav. Yeah, für ein Eisenerz die ganze Strecke läuft. Oh Gott. Aber kostet uns diese Route eigentlich pro Hin und Her, wie ich hier irgendwas? Also wahrscheinlich. Aber du kennst ja die tolle Übersicht. Ja, bitte nicht. Gebäude, Mieteinnahmen, Einheit, Stundenzinsen, Gesamt. Was auch immer. Okay, wir haben hier mal alles gebaut. Das ist gut. Wie alle humpeln, wie so eine Zombie-Horde, ja echt. Boah, was ist denn da los? Kann man da nicht mal weitermachen? Wie lang bauen die denn an den Häusern? Ich weiß nicht, Leute, aber irgendwie ist es doch noch sehr verbuggt. Da ist ein Bandit. Der eine ist daher geritten, der andere ist in die andere Stadt geritten. Er läuft auch bei euch. Oder? Das war doch die Smith Gang. Anno. Hä? Die haben sie aufgeteilt? Offensichtlich, weil da ist Tim Smith. Das ist der, der null Geld einbringt. Tollerweise. Killt ihn. Greift ihn an. Nicht erstarrt sein. Killt ihn. Ah. Da waren die anderen aber irgendwie besser. Echt? Ja, lasst euch alle umbringen. Passt schon. Haben wir es dann geschafft, ja? Danke. Boah. Da kann man vielleicht mal auch zum Doktor humpeln, nicht da einfach dumm rumlaufen. Lauf zum Doktor. Ja, erstmal auf die Toilette, genau. Oh Gott. Das ist wichtiger. Oder heilt die Toilette vielleicht auch. Wunderkräfte. Lauf. Ich kann halt einfach rausscheißen. Zum Doktor. Hier würdest du erst.